Willkommen heute zu einer weiteren Folge von Marvel Puzzle Quest. Der Anlass ist, dass sich heute einige Änderungen in der Funktionsweise der Story-Events ergeben haben, wie man die Punkte bekommt und wie die Wertungen dort stattfinden. Und auch seit meinem letzten Vorstellen des Spiels sich noch einige weitere Änderungen ergeben haben. Deswegen steige ich einfach mal direkt ein mit den Änderungen und worum es heute dann geht. So, aktuell ist hier das neue Event, beziehungsweise die Events, so wie ich es bisher mitbekommen habe, wiederholen sich recht regelmäßig. So innerhalb von einem Monat schätze ich, dass sich die auf jeden Fall mindestens einmal wiederholen. Aktuell ist es wieder Enemy of the State. Das ist sozusagen im Vorevent, ist es so, dass Wolverine entführt wurde und jetzt einer Gehirnwäsche der Hand unterzogen wurde und jetzt aktuell in Anführungszeichen angeblich wieder gegen die Guten kämpft. Auch wenn ich da jetzt ein bisschen was vorwegnehme, weil wie gesagt, das Event gab es schon ein paar Mal, ich habe es mindestens schon zwei oder dreimal gespielt, da ist von einigen Täuschungsmanövern noch von verschiedenen Seiten auszugehen. Und aktuell ist auch die Season 25 inzwischen eröffnet. Die Blitz-Events, die mittwochs vor allen Dingen laufen, sind inzwischen wieder abgeschlossen. Und dann jetzt zu den Änderungen. Die letzte Änderung, die ich ja beschrieben habe, bezog sich hier auf die Karten. Das heißt, wenn man so ein normaler 2-Sterne-Charakter, der, mal gucken, hier habe ich es noch nicht voll, 86, als Maximallevel für 2-Sterne-Charakter ist 94, also Darken 2 Sterne, weil 94 war das Maximallevel und hier das höchste Level ist dann eben 50 Punkte, also 50 Level drauf, die man sozusagen nach und nach freischalten kann, indem man hier weitere Level hinzubekommt. Das Interessante ist, dass aus meiner Sicht so ein bisschen mehr von dem Pay-to-Win, also die Premium-Währungen sind ja indirekt sozusagen zwei Währungen im Spiel. Das eine sind die klassischen Goldmünzen hier, mit denen dort letztlich Sachen freigeschaltet werden kann. Und die Nebenwährung zum Aufleveln sind dieses ISO. Und was als neue Währung noch eingeführt wurde, sind diese Kommandopunkte. Das heißt, selbst wenn man hier 20 Euro ausgibt, kriegt man hier gerade mal einen dieser Punkte. Das heißt, für die ist es sehr viel wichtiger, dass die, also ihr seht auch hier, ich habe jetzt aktuell schon wieder 40 zusammengespart, die man letztlich in Events freischaltet. Also hier einmal sozusagen die Eventbelohnung. Das heißt, wenn man das Event bis zur höchsten Stufe freischaltet, kriegt man hier 25 Kommandopunkte. Was allerdings natürlich auch einen riesen Aufwand bedeutet, bis man so 156.000 Punkte zusammen hat. Und da komme ich gleich noch dazu, was sich dann da geändert hat. Das Spannende ist jedenfalls hier im Vergleich, dass man zum Beispiel, ich glaube, früher war es so, dass man mit Premium-Währung, wenn man jetzt hier noch gar keinen hatte, konnte man mit Premium-Währung auch so einen Slot freischalten und den dann aufleveln. Jetzt ist es so, dass das nicht mehr mit Premium-Währung funktioniert, sondern nur mit diesen Kommandopunkten. Also bei 3-Sterne-Charaktern kostet eine so eine Stufe dann 20 Kommandopunkte, also 2 Stufen könnte ich mir aktuell leisten. Aber es funktioniert nicht sozusagen, den Slot freizuschalten. Das heißt, man kann den mit Geld nicht beliebig hochleveln. Man braucht hier auf jeden Fall mindestens eine Karte für jede Stufe, bevor man dann den Charakter auf maximal bringen kann, indem man dann hier Kommandopunkte investiert, die man letztlich jetzt freispielen muss und sozusagen kaum über Geld beziehen kann. Und ja, das ist also auf jeden Fall für mich das Angenehme an der Stelle, zu sagen, okay, es gibt also jetzt ein paar andere Hürden, die eigentlich wirklich mit Spielzeit aufzubringen sind, die man nicht einfach durch Geld überspringen kann. Inzwischen, also ich habe jetzt 46 Heldenplätze freigeschaltet, arbeite jetzt sozusagen dann auf den nächsten hin. Inzwischen kostet mich ein neuer Heldenplatz 600 Goldmünzen, die dann halt auch erspielt werden müssen. Also am ehesten kriegt man die in diesen Daily Events. Hier ist es dann, also das Event ist jetzt wieder eine Ausnahme, denke ich, weil er halt 2 Tage dauert, weil da weiß ich jetzt noch nicht, ob das auch geändert wurde, ob die Bewertungen sich insoweit verschieben, weil sich eben auch in den Regularien, was die Punkte angeht, was geändert hat, da komme ich gleich dazu.
Also hier sieht man letztlich so bis zu den Top 50 ist man hier in der Lage, Goldmünzen einzusammeln. Was bisher eben für mich immer wieder recht frustrierend war, es waren nur ein paar Events, wo ich es mal geschafft habe, zumindest sogar in die Top 10 zu kommen oder ein paar Mal in die Top 50, um überhaupt Goldmünzen dort einzusammeln. Weil das die eine große Hürde letztlich um, ich schaue mal hier, der Top-Rang, der hat jetzt aktuell eben, damit man in die Top 10 kommt, mindestens 10.000 Punkte schon frei zu spielen, wenn ich jetzt aktuell von heute Vormittag noch knapp 3.000 Punkte habe. Und letztlich funktioniert es nicht, wenn man nicht mindestens eigentlich alle drei Sondercharaktere. Das heißt, während man hier diesen normalen Missionspfad spielen kann, soweit man stark genug dazu ist, war immer das Problem, dass man hier bestimmte Charakter benötigt. Also hier brauche ich Beast, den habe ich bereits, dann Captain Marvel und als dritten bräuchte ich den Ghost Rider, den ich bisher nicht habe. Und was hat sich jetzt geändert? Also zum einen sind die Missionen, also was sich schon vor längerer Zeit geändert hat, es gibt inzwischen 7 Belohnungen hierfür und im Gegenzug sind die Zufallsfaktoren, das heißt, vorher gab es 4 Belohnungen und jetzt ist es so, dass ich zwar mehr Belohnungen bekomme, aber der Zufallsfaktor in der Hinsicht wegfällt, dass ich die 20er Belohnung, die zwischendrin anfällt, nicht mehr einfach so beliebig oft bekomme. Und letztlich nur beim ersten Mal, wenn man die Mission geschafft hat, hatte man eine von den hier angesprochenen Belohnungen bekommen. Und danach hat man entweder eine von den weiteren Belohnungen bekommen oder sozusagen die Niete waren 20 ISO-Punkte. Und diese ist abgeschafft worden. Das heißt, wenn man jetzt 7-mal die Mission gespielt hat, hat man auch garantiert alle 7 Belohnungen, die dafür möglich sind. Entsprechend ist es sozusagen auch lohnenswerter, das hier zu spielen. Und ja, also vorwiegend sind ISO-Tokens halt 70er, 100er dazugekommen und dann natürlich so Karten, dass man eben noch weitere Karten ziehen kann, wie dieses Standardpaket, was ihr jetzt da, diese Standard-Token. So, und das Besondere ist jetzt, also normalerweise war es bisher so, wenn man die Mission einmal gespielt hat, dann gehen die Punkte halt nach und nach runter. Das trifft jetzt nur noch zunächst erstmal für die Mission zu, in denen man die Charakter gestellt bekommt. Also so hier kann ich sozusagen auch diese Mission spielen, auch wenn ich die Charakter hier nicht habe zum Beispiel. Dann bekomme ich auch keinen Schaden, weil die heilen sozusagen komplett wieder auf. Das heißt, wenn ich die mit den Charakteren jetzt durchspiele, brauche ich auf Schaden keine große Rücksicht zu nehmen. Solange ich die Mission insgesamt schaffe, ist das ziemlich unproblematisch. Und ja, also bei denen ist es noch so weiterhin, dass das zwar abnimmt von den Punkten, je öfter ich die spiele, aber der Unterschied ist jetzt, um die volle Punktzahl wieder zu erreichen, dauert es nicht mehr 8 Stunden, sondern es dauert dann jetzt 24 Stunden, bis sich sozusagen dieser Punktewert wieder regeneriert hat. Ich werde dann gleich die verschiedenen Sachen durchspielen. Inzwischen ist da auch eine Meldung zugekommen, wie sich dann jetzt genau diese die Änderungen auswirken. Und dann ist es jetzt hier so, für die Mission ist es so, soweit ich gelesen habe, dass man eben, wenn man die 6 bzw. 7 Mal spielt, bleibt die volle Punktzahl bestehen und nur die Schwierigkeiten steigen an. Hier habe ich das jetzt schon, mal gucken, zweimal habe ich die Mission schon gespielt, habe schon 2 Belohnungen rausgezogen und inzwischen sind die Level 37, das heißt irgendwie so um 5 oder 6 Level sind die jeweils aufgestiegen, nachdem ich die Mission gemacht habe. Also ich werde schauen, dass ich die jetzt dann nochmal schaffe und dann seht ihr auch, wie sich hier sozusagen dann die Level erhöhen, der Schwierigkeitsgrad und erst wenn man dann anscheinend das 6. bzw. 7. Mal gespielt hat, was natürlich auch praktisch ist mit den Belohnungen, das heißt für jede Stufe, wo man sich eigentlich die bloße Belohnung freispielt, bekommt man hier auch die maximale Punktzahl. Zumindest soweit man eben nicht mit Verbündeten spielt. Weil das hier ist auch eine Mission, da gilt sozusagen das Gleiche, dass ich hiermit nicht meine eigenen Charakter belaste, die ja dann wieder erst gesund heilen müssen, sondern direkt mit denen die Charakter gestellt bekomme. Und ja, soweit bin ich gespannt, ob es damit zumindest einfacher möglich ist, in dieser Top 10 oder zumindest Top 50 aufzusteigen, weil bisher war es, wie gesagt, ziemlich schwierig, vor allem wenn man diese 3 Charakter eben nicht hat, dass das dann so einen großen Anteil ausgemacht hat, dass man die hier nicht nach unten spielen konnte, dass letztlich die Top 10 die meiste Zeit so weit weg sind, dass man hier
gegen Spieler, die bereits sehr gute Karten haben, einfach nicht mithalten konnte. Insgesamt soll auch das Schwierigkeitsniveau so weit angepasst worden sein oder halt zumindest erstmal so weit verändert worden sein, dass sich das stärker an den Karten noch orientiert und mal sehen, inwieweit da die Konkurrenzfähigkeit sozusagen verbessert wurde und der Wettstreit etwas spannender wird. So, ich nehme euch jetzt einfach mal mit, erst nochmal auf die Anfangsmission. Das ist sozusagen dieses übergeordnete Brett, in dem eine ganze Woche jetzt das Event läuft. Und ich spiele jetzt hier natürlich mit den Standardfiguren, einfach um die gesundheitstechnisch nicht zu belasten, weil den Wolverine, okay, der steht mir nachher zwar in den anderen Missionen nicht zur Verfügung, weil der halt gesperrt ist, weil der ist ja entführt worden. Und ja, auf in die Mission. Wolverine an Fury, bin in Position. Moment, da stimmt was nicht. Ich bin jetzt zu allen Schandtaten bereit. Lassen Sie mich nicht hängen. Wir hatten dort vorher gestohlene Shield-Ausrüstung geortet. Jetzt erhalte ich keine Signale mehr. Stimmt, das hier ist eine Geisterstadt. Nicht ganz. Fury, hier ist gerade so ein Clown mit einer ganzen Bataillon Handninjas aufgetaucht. Verstärkung ist auf dem Weg, Wolverine. Durchhalten. Ich fange an mit dem Shinobi, weil die anderen sich eben den Rauch auflösen und damit dann solche Fäuste hinterlassen und Schaden anrichten. Das Schöne ist jetzt natürlich, die können keine Züge auf dem Feld machen. Das heißt, ich kann hier ziemlich ungestört meine Züge vorbereiten und kombinieren. Und entsprechend strategisch versuchen, so, das hier ist jetzt 80 Schaden, das ist 68. Gut, für die Team-Kombos lohnt sich dann am wenigsten, aber mit dem hier kann ich dann am höchsten jetzt direkt auch Schaden verursachen. Mal gucken, von wem die, okay, von dem Taiyatsu ist die ausgelöst. Da ist jetzt dann ein bisschen zu schauen, dass ich eventuell eine grüne Kombo hinbekomme, damit ich den noch rechtzeitig lösen kann, beziehungsweise eben genügend Punkte zusammenbekomme, welche Fähigkeiten ich dann einsetzen kann, um den rechtzeitig noch zu erledigen. Oder natürlich, dass ich hier die Combo hinbekomme, aber im Moment sehe ich jetzt wenig Chancen, dass die Combo hier so weit reicht. Da müsste ich die beiden Roten jetzt hier auf das Niveau bekommen. So, damit ist der Shinobi jetzt schon weg. Jetzt fehlt letztlich nur, okay, das sind alles sozusagen Teile von dem einen Taiyatsu. Und dann, so wird der jetzt ausgelöst. Was wie gesagt an der Stelle relativ egal ist, weil die haben ziemlich hohe Gesundheitswerte, die sind nicht sehr stark aktuell. Und dadurch kann ich das jetzt recht gut verschmerzen, dass da mal so ein Angriff ausgelöst wird. Ja, hier jetzt auch die ersten Fähigkeiten zur Verfügung stehen. Was allerdings jetzt auch nicht sehr notwendig ist, weil der ist jetzt eh gleich Geschichte. Da kann ich einfach so ganz normal weiterspielen. So, das ist jetzt der Taiyatsu, der jetzt natürlich gestorben ist und hier damit die Fäuste ausgelöst hat, sodass ich jetzt den ersten aber gleich schon wieder beseitigen kann und das damit auch wieder recht unschädlich ist. Okay, hier sind jetzt noch mal die Wildklauen ganz praktisch, damit ich die natürlich noch rechtzeitig erledigen kann, bevor das da ausgelöst wird und den gelbe Teil rauszunehmen. So, hier natürlich dann auch wieder mit den Shinobis und den Taiyatsu dann möglichst zum Schluss, damit nicht so viele Fäuste gleichzeitig aktiv sind und mir unnötig viel Schaden verursachen. Okay, das ist jetzt der Shinobi, zu dem letztlich die ganzen Teile gehören, die dort eben aufblinken, die ausgelöst werden. Das heißt, hier... Ja, ich glaube, das ist am einfachsten, mit dem das blaue Sonderteil zu erstellen und danach den Durchbruch hier zu machen, weil dann bekomme ich letztlich für alle 1200 Schaden plus die 756 Schaden, das heißt, es werden letztlich alle drei ausgeschaltet. So. Ah, okay, der letzte hat noch ein ganz kleines bisschen behalten, was allerdings jetzt kein Problem ist, dass ich den auch erledigen kann und dabei auch gleich wieder versuche, hier die Fäuste
mit aufzulösen. So, da hat sich jetzt das Angriffsteil, also mein Teil, aufgelöst, womit ich dann hier diese Sachen bekommen habe. Und kann dann, okay, von den Fäusten komme ich nicht ran, aber die blaue Faust kann ich dann jetzt gleich im nächsten Zug auflösen und dazu auch vorbereiten, dass dann das Angriffsteil entsprechend ebenfalls verschwindet. So, der erste Schnurbel ist schon weg, weil das, okay, dann ist es ohnehin schon erledigt. Weil die hier aktuell mit 169 Schaden plus die zusätzlichen Angriffsteile natürlich da einiges bewirken. Das Einzige, was eben schade ist, dass die Runden, die man jetzt insgesamt schon spielt, nicht direkt angezeigt werden. Weil dann wäre es auf jeden Fall noch einfacher zu sehen, okay, wie viel habe ich jetzt noch vor mir. Okay, damit sind die Angriffsteile auch wieder aufgelöst. Ah, okay, das war schon die letzte Runde. Die Party hat gerade erst begonnen, Logan, und du bist der Ehrengast. Ja. Wolverine, Status. Was ist los, Wolverine? Verdammt! Fury an Avengers, zurück zur Basis. Wolverine ist verschwunden. Wie gesagt, wurde Wolverine eben sozusagen in dem Anfangsevent jetzt entführt und von der Hand einer Gehirnwäsche unterzogen. Naja, okay, also es waren drei Wellen. Ihr seht, dass jetzt hier die Punkte wieder weiter runtergegangen sind und dass jetzt sozusagen ein Tag, also 24 Stunden dazugekommen sind, um die Punktzahl zu vervollständigen. Was insoweit natürlich angenehm ist, weil man nicht mehr nach 8 Stunden, also wenn man jetzt bloß einmal gespielt hat, dann wieder den Maximalpunktesatz sozusagen vorbeikommen muss, sondern man kann das etwas entspannter spielen und sich das etwas bequemer einteilen. So, jetzt hier dann sozusagen die Anfangsmission, die auch noch mit geliehenen Charakteren dann stattfindet, in dem Fall jetzt mit Captain Marvel, die anderen beiden bleiben gleich. Und Wolverine steht dann auch insgesamt im Event soweit nicht zur Verfügung. So, einen Monat später. Wir haben Wolverine in Südamerika gefunden. Es geht ihm nicht gut. Er hat schwere Verbrennungen und wurde übel zusammengeschlagen. Wir werden ihn medizinisch versorgen und hier festhalten, bis er mit uns sprechen kann. Irgendeine Ahnung, was mit ihm passiert ist? Wir wissen nur, dass die Hand etwas damit zu tun hat. Wir haben Elektra kontaktiert, weil sie sich mit denen auskennt. Ich tue, was ich kann, aber was war das? Fury, Wolverine ist aufgewacht und die Wachen haben ihn freigelassen. Er ist... Nein, nein! Cap, Sie müssen sofort herausfinden, was dort vor sich geht. Okay, hier sind im Endeffekt auch wieder nur Nebencharakter sozusagen aktiv, womit ich hier freie Hand habe, im Spielfeld zu schalten und walten und vor allen Dingen auch verschiedene Planungen angehen kann. Zum Beispiel hier jetzt einen Fünfer auszumachen, indem ich das vorbereite, was natürlich im normalen Spiel, wenn andere Helden dabei sind, sofort zunichte gemacht werden würde. Okay, das lohnt sich überhaupt nicht. 79. Einfach mal den hier erstmal runtergehen lassen. Dann kann ich hier nämlich sogar schon wieder einen Vierer machen, was dann 1200 Schaden wert ist. So, jetzt wäre es natürlich interessant, ob hier auch ein Fünfer zustande kommt. Im Moment so nicht. Und hier bräuchte ich noch das Grün, damit dann letztlich mehr Schaden verursacht wird. Wenn sie jetzt noch rechtzeitig auszuschalten gewesen wäre... Ja, das sollte eigentlich dann so weit hinkommen, bei 76 Schaden mal 3 und die Wildklauen. Also beziehungsweise habe ich natürlich wieder nicht nachgeguckt, ob die... Ja, aber es sind ihre Teile, die dort letztlich relevant sind. Und dann ausreichend aufgelöst sind. Da kann ich jetzt auf jeden Fall die Combo aufheben, das Angriffsteil aufheben und das Höllenfeuer schon mal auslösen. Soweit. So, jetzt wäre noch die Frage, ist, okay, das ist der richtige. Wenn der jetzt noch 1300 Schaden, naja, da kann ich ihn auf jeden Fall auflösen. Das heißt,
oder ich hoffe es jedenfalls, mal gucken. So, brennender Asphalt. Schafft auch nochmal zwei Angriffsteile. Sollte es auf jeden Fall mit der Combo ausreichen, auch den noch zu erledigen, bevor jetzt das Teil dann ausgelöst wird. Wobei es, wie gesagt, bei den Schadenswerten an sich egal ist. Aber trotzdem ist es strategisch besser, so zu arbeiten, als wäre es ernsthafte Charakter. Dann kann man es schon mal ganz gut üben. Genau, und da ist jetzt das Sonderteil, was auch nochmal über 1000 Schaden gemacht hat. Sie wurden infiltriert, Fury. Die Agenten, die bei Wolverine sind, arbeiten für die Hand. Sind Sie sicher? Ich erkenne Ihre Strategien, ganz gleich, welche Uniformen Sie tragen. Sie hat recht. Und wir sollten uns vorbereiten. Wenn Logan einen Anfall von Berserkerwut erleidet, werden Sie das ausnutzen, um uns anzugreifen. So, das ist sozusagen die erste Tagesmission, auch wenn die jetzt eigentlich über zwei Tage läuft, die damit begonnen hat. Hier ist jetzt vier Wellen mit 94, Level 94 bis 133, was glaube ich auch schon gestiegen ist. Aber ich mache jetzt erstmal hier diese Nebenreihen. Also hier ist jetzt Level 55 bis 56 und ich habe eben noch volle Punktzahl. Das Level ist sozusagen mit Beast zwingend und jetzt ist die Frage, welche Charakter ich mitnehme. Einmal ist Mrs. Marvel ganz praktisch gewesen, allerdings nehme ich jetzt lieber Thor mit und nehme dazu noch den Iron Man mit, damit ich den hier soweit aufladen kann. Wobei der jetzt natürlich mit dem Gelben sich dann wieder beißt. Vielleicht ist auch Psylocke noch ganz praktisch, weil die hat dann noch das Psykatan und das Rot. Weil letztlich Beast braucht eigentlich auch wieder, also zumindest die Kombination ist ganz gut, die beiden hier zu verwenden. Das heißt, der mutagene Durchbruch plus dann die 600 und dann 300 Schaden. Vorausgesetzt natürlich, eben das Blau ist vorher gestartet. Das heißt, Thor ist vor allen Dingen interessant für die Sturmanrufung. Aber dazu, naja, ich nehme dazu doch lieber mal Iron Man mit, damit ich auf jeden Fall das Grün schnell aufladen kann. Ihr seht, hier sind insgesamt sieben Gegner, die dazwischen liegen, bevor ich dann die Mission abschließen kann. Am ehesten noch Gelb, ist keine Combo verfügbar. Also schauen, dass ich das vorbereiten kann. Und natürlich aufpassen, dass Wolverine jetzt nicht zu schnell Rot bekommt, also beziehungsweise dass die anderen natürlich hoffentlich rechtzeitig das Rot wieder abgeben, indem sie hier irgendwelche Sachen starten, weil sonst ist Wolverine als Schlitzer immer ziemlich schnell verfügbar. So, damit kann ich zumindest bei denen wieder die Kombination aufheben, also das Angriffsteil auflösen. Halten wir immer zu schauen, dass es möglichst noch Folgekombos gibt, wie zum Beispiel hier jetzt die schwarze, wenn die dann runterfällt. Weil eine Gelb-Kombo kriege ich jetzt eh noch nicht weiterhin und ich sehe jetzt zumindest keine anderen Multikombos, die sich dann schön auslösen lassen. Aber ja, jetzt hatte ich schon das erste Mal als Schlitzer genug Rot zusammenbekommen. Okay, hier bekomme ich jetzt immerhin die zweite Gelb-Kombo, sodass ich den Iron Man jetzt mal starten kann, dass der mir das Ganze ein bisschen auflädt. Und da ich letztlich hier auch keine, okay, das wäre zwar noch eine Combo für Rot, aber das lohnt sich jetzt aktuell sowieso weniger. Das heißt, lieber dann zu versuchen, möglichst schnell Wolverine klein zu bekommen. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich, weil jetzt ist genau die Gelb-Combo, also die, die Teile aufgelöst, die mir eigentlich die Energie bringen sollen. Das ist halt immer das Risiko, wenn man das so im Nachhinein nochmal startet. Aber zumindest ist Wolverine jetzt so weit weg. Und jetzt kommt das andere Problem, ein Krishnu, der letztlich so eine, die er die Krähenfüße setzen kann. Okay, die haben jetzt noch nicht viel Schaden, 258, aber zum einen werden die allen Spielern zugefügt. Und das muss natürlich dann auch immer erstmal geheilt werden und die setzen, glaube ich, drei Fallenteile. Das heißt, das sind insgesamt 750 Schaden, die sozusagen innerhalb des Spielbrettes dann verfügbar sind und ausgelöst werden können. Genau, jetzt sind die Krähenfüße irgendwo platziert. Das heißt, hier ist es jetzt sinnvoll, möglichst schnell den noch auch zu erledigen.
Dann setze ich jetzt mal das Teil noch, damit zumindest diese Zusatzteile, entweder Schilde, Verteidigungs-, also genau, Angriff, Verteidigung oder Induktionsteile, die Induktion sind die Fäuste, gestartet werden. Und dann soweit 500 hat er jetzt. Genau, da war jetzt schon der erste Krähenfuß. Und okay, in der nächsten Runde sollte er jetzt erledigt sein. Mal hoffen, dass da jetzt nicht direkt noch ein... Okay, dann machen wir lieber das Auslösen, damit auf jeden Fall die Krähenfüße weg sind. Okay, da unten und hier waren noch welche. Und dann kann ich auch gleich die nächste Aufladung starten. Nachdem er jetzt Wolverine nicht mehr da ist, habe ich auch wieder die alleinige Kontrolle über das Spielbrett. Das heißt, stört mich sozusagen nicht, wenn da... Beziehungsweise ich kann halt meine längeren Kombo-Züge dann vorbereiten. Was natürlich unpraktisch ist, wenn dann durch solche Multikombos eigentlich die Teile wieder aufgehoben werden. So, mal gucken, ob da jetzt noch ein Fünfer hin möglich ist dann, je nachdem, ob ich den jetzt runterbekomme noch. Ansonsten ist es wichtig, hier wieder die Induktionsteile aufzulösen, weil da kommen dann noch zwei weitere Induktionsteile. So, jetzt sollte das blaue Spezialteil eigentlich ausreichen, um auch hier noch den, sozusagen dann noch 300 zusätzlichen Schaden zu erreichen. Aber erstmal noch die Combo weitermachen. So, da kann ich dann beide rote Teile auf jeden Fall noch auflösen, ohne dass die Schaden anrichten können. So, aber ich kann hier gleich schon mal den Muttergen-Durchbruch nochmal starten. Am besten gleich zweimal, damit ich hier noch weitere Sonderteile bekomme, um natürlich meine Schlagkraft auch weiter zu erhöhen. Und dann muss ich vor allen Dingen aufpassen, dass ich hier die weiteren Induktionsteile, die entstehen, dann natürlich auch aufgelöst bekomme. So, da kommt jetzt dann die nächsten. Okay. Ja, da komme ich jetzt überall nirgendwo ran, um die direkt aufzulösen. Hier weiter. Okay, das war jetzt noch ein extra Zug. Aber es ist mir letztlich nicht dabei. Ah, das war jetzt schon die letzte Runde. Ja. Gut, dann brauchte ich mich da jetzt gar nicht weiter vorzubereiten. Soweit dann jetzt die Runde. Und jetzt sind es dann von 60 bis 61. Achso, das waren dann insgesamt nur die 7 Gegner. Dann war es mit den mehreren Wellen natürlich an der Stelle, wo ich viermal entsprechende Gegner bekomme, wo ich allerdings dann auch frei aussuchen kann. Das heißt, da muss ich Beast nicht mitnehmen. Das Einzige, was mir allerdings dann trotzdem fehlt, ist der Wolverine, weil ich spiele am liebsten mit der Kombination Darken und Wolverine, sowie dann dem Iron Man, wenn ich es frei einstellen kann. Hier ist dann jetzt natürlich sinnvoll, also entweder den bzw. Human Torch, der natürlich hier das Rot dann ganz gut verwenden kann und das Grün kann er auch einsetzen. Deswegen werde ich mal mit den beiden es jetzt probieren, mich dort durch diese Vierergruppe, also durch die vier Level durchzugehen. Da ist er und um ihn herum jede Menge Ninjas. Das wird nicht einfach. Warum greift er sie nicht an? Schwer zu sagen, vielleicht hat sein Verstand im Kampf gegen Gorgon etwas abbekommen. Es war ja schon immer etwas unberechenbar. Logan, wir sind es, deine Freunde, wir wollen dir helfen. Ihr glaubt, ich brauche eure Hilfe, für mich seid ihr nur Ziele. Lass es mich so sagen, du kommst mit uns, das ist keine Bitte. So, also das ist jetzt erste Welle. Hier sind jetzt nur drei Feinde. Das heißt, ich fange jetzt erstmal mit dem Shinobi an.
um sozusagen mich dem Stärksten zuzuwenden. Mal gucken, also gelbe Kombos gehen noch nicht. Das heißt, ich fange einfach mit den grünen Kombos an und dann habe ich auch schon die erste Gelb-Kombo. Okay. Ja, einfach mal an der Stelle weiter. Ja, schon das erste Angriffsteil. Und dann kann ich jetzt schon mal das Aufladen starten und mich letztlich auf weitere Angriffe bzw. Abwehr von Angriffen vorzubereiten. Da kann ich auch gleich schon den nächsten Gelb starten. Grün kann ich jetzt eigentlich sofort schon einsetzen und hier mache ich jetzt gleich eine Dreier-Kombo, wo ich erst im Blau schließe, dann die Teile geschlossen werden und dann noch Grün dazu bekomme, sodass der Feuerstrahl auf jeden Fall noch mehr Futter bekommt, damit er mehr Schaden anrichten kann. So, und jetzt wird ordentlich aufgeladen. Und dann kommt jetzt die ersten drei. So, jetzt ist natürlich Iron Man erstmal zwei Runden betäubt, weswegen die jetzt noch nicht gleich weitergehen. Was aber für den Moment jetzt noch egal ist. Jetzt muss ich bloß gucken, wer jetzt welche Teile auslöst. Ja, weil das ist nämlich jetzt genau der Punkt, dass das Teil natürlich ziemlich bald ausgelöst wird. Das heißt, ich werde den jetzt erstmal vorziehen und hoffen, dass der die passenden Rotteile vernichtet. Leider hat er das nicht gemacht. Aber mit dem Feuerstrahl sollte das jetzt eh kein Problem sein, dass der in der nächsten Runde erledigt ist. Genau, der hat genug Schaden verursacht, dass der weg ist. So, dann jetzt gleich den nächsten mit dem Zweier, das sollte auch kein Problem sein. Damit ist schon mal eine Faust wieder aufgelöst und das Feuer sollte ihn dann auch wieder beseitigen. Und jetzt wird auch der Rest aufgeladen. Blau ist jetzt schon auf Maximum, was aber jetzt auch kein Problem ist, weil das brauche ich jetzt nicht, muss ich jetzt noch nicht dringend einsetzen. Das kann ich mir dann für die nächste Runde sozusagen sparen. Und kann hier schon mal den ersten Inferno auch auslösen, womit dann natürlich die Induktionsteile nochmal deutlich zunehmen. Also wahrscheinlich nächste Runde werde ich ihn dann einmal noch mit einem Angriff, jetzt sind gleich zwei davon kaputt gegangen. Und der Schaden, okay, 1066. Das heißt dann jetzt einmal mit dem chemischen Angriff, ist auf jeden Fall kein Problem, dass er dann weg ist. Gut, da werden jetzt auch nochmal aufgelöst und ein paar Kombos, Möglichkeiten weg. Aber jetzt kann ich dann Wolverine gleich erledigen, dass der mir keine Schwierigkeiten machen kann. Soweit kann ich direkt den Feuerball dann einsetzen. Ja, jetzt hat er meine letzten beiden, also noch die zwei roten Induktionsteile ausreichend weggenommen. Aber nun gut. Alles kein so großes Problem. Der Feuerball ist noch aktiv und der hat jetzt noch 92, sodass er jetzt ohne Probleme ausgelöst werden oder vernichtet werden kann, ausgeschaltet werden kann. Soweit. So, jetzt wieder die Shinobis als erstes. Mit 1000 Schaden ist letztlich auch hier das Maximum, was das sozusagen pro Runde an Schaden verursachen kann. Ich muss wieder schauen, wen ich jetzt dort nehme. Jetzt erstmal die Induktionssache weg. Ja, damit das jetzt auf jeden Fall noch aktiv bleibt und auch entsprechend Schaden verursacht. So, da habe ich noch eine Runde mehr dazu. Dann ist der nämlich schon weg. Und damit sind die Angriffsteile auch wieder beseitigt. Jetzt ist die Notwendigkeit, dass ich eher hier die beiden Angriffsteile wegnehme, damit ich da nicht immer Schaden zugefügt bekomme und das Grün letztlich nochmal neu erstellen muss. Dann hätte ich jetzt natürlich erstellen können, bevor ich die wegnehme. Weil dann hätten die jetzt schon wieder ausgelöst. Kann ich auf jeden Fall den Feuerstrahl neu erstellen und auch die Induktionsteile.
Das werde ich allerdings erst machen, nachdem ich jetzt Gelb schon ausgelöst habe, damit möglichst auch bald das ja, der Iron Man auch gleich nochmal angreifen kann, beziehungsweise sich nochmal aufladen kann. So, das Inferno wieder hinstellen. Und überlegen, welche Combo jetzt noch am sinnvollsten ist. Okay, das ist der andere. Das ist sinnvoller, den dann erstmal auszuschalten. Was allerdings auch bedeutet, dass dann ja, es wahrscheinlich sinnvoller ist, da, naja, okay, jetzt ist auch wieder eine Vierer-Kombo. Ah, okay, der Wolverine ist jetzt noch nicht da. Und der kommt in der Runde dann auch nicht. Das ist schon mal ganz praktisch. Dann muss ich nur dafür sorgen, dass die rechtzeitig ausgeschaltet werden. Okay, das gehört zu dem. Jetzt wäre natürlich die Frage, lieber die ganzen Grünen aktivieren, aber Grün brauche ich jetzt eigentlich nicht so dringend. Da lasse ich lieber die beiden Fäuste aktiv und gehe dann... Okay, da ist dann zumindest die Faust, die dann sich auflöst. Jetzt habe ich ein Feuerdings kaputt gemacht. Naja, das sind dann wieder die kleinen Kombos, die dann nicht vorher bedacht sind. Okay, hier kann ich aber gleich die ganze Reihe wegnehmen. Hier wird auch wieder eine Faust, ein Induktionsteil von denen weg. Und ich kann die Aufladung starten. Und mich auf jeden Fall für die letzte Runde ausreichend gewappnet bin und die verschiedenen Fähigkeiten verfügbar sind. So, jetzt bräuchte ich hier noch Blau. Der sollte dann jetzt auch gleich aufgelöst sein. Natürlich den Feuerstrahl erstmal wieder aktivieren. Okay. Dann werde ich schauen, dass ich mir jetzt erstmal den Taiyatsu vornehme, damit ich noch ja, genug Zeit habe, dann seine Induktionsteile auch wieder aufzulösen. Bevor ich dann in der letzten Runde wahrscheinlich nochmal auf jeden Fall mit Wolverine zu tun habe. Okay, der Shinobi hat jetzt die meisten Teile. Das heißt, da muss ich den Shinobi wahrscheinlich doch ziemlich zügig dann erledigen, damit ich nicht hier die ganzen Schadenswerte abbekomme. So, den kann ich auf jeden Fall noch rausbekommen. Naja, dann muss ich die 1000 Schaden dann schauen, dass die möglichst auf Darken landen, damit der sich natürlich dann auch wieder heilen kann. Gut, jetzt sind hier keine Kombinationen, die dann ausgelöst werden, dann kriege ich die zwei allerdings nicht mehr weg. Ich meine, das Inferno noch drauf. Wobei, das Inferno lohnt sich jetzt auch nicht, weil die Kombo hier will ich ja auch noch wegmachen. Das heißt, ich lasse jetzt erstmal Darken. Okay, aber die Kombo geht dann zumindest. So, dann lasse ich den jetzt den Schaden einstecken und sorge dann dafür, dass ich noch die Rot-Kombo, dass die da zumindest nicht zustande kommt. Und da unten kann ich dann auch noch die Kombo machen. So, Nummer 1. Noch eine blaue Kombo. Jetzt ist der natürlich dann schon ausgeschaltet. Dann werde ich vorher mal noch das Inferno aktivieren, wobei ich glaube, das wird noch nicht greifen. Weil es wird schon... Nee, das wird dann noch gleich ausgelöst. Oder? Ja. Gut, dann hat der Krischul das jetzt schon mal erwischt. Das ist schon mal sehr gut. Und Wolverine ist jetzt natürlich noch einiges zu tun, bis der erledigt ist.
Das heißt, da ist am sinnvollsten, dass ich jetzt erstmal mit der chemischen Reaktion den Kriegsschuh soweit schwäche, damit ich den nachher mit einem Angriff erledigen kann. Und den Rest werde ich jetzt erstmal versuchen, hier Wolverine zu erledigen. Bis der natürlich mir möglichst nicht im Spielfeld rumfuschen kann. So, okay, damit ist Wolverine erledigt. Dann ist jetzt bloß noch Kriegsschuh letztlich klein zu bekommen. Und hier noch ein paar Kombinationen. Also ich kann auf jeden Fall die Combo auflösen. So, jetzt habe ich nur noch Shinobi als Gegner und okay, der kann jetzt zwar seine Schuriken, hat er jetzt gleich ausgelöst, was ihm allerdings jetzt noch nicht mehr so viel nützt. Die zahlenmäßige Überlegenheit kann er nicht auslösen aktuell, weil er keine roten Teile mehr hat. Soweit das. Nochmal chemische Reaktion. So, das sollte es jetzt dann gewesen sein. Und die, genau. So, geschafft. So, das ist jetzt die eine Story-Mission. Es schien mir keine Berserkerwut zu sein. Er wirkte auf mich absolut ruhig und beherrscht. Das war er auch. Die Hand wollte, dass wir ihn finden. Und ich glaube, ich weiß warum. Und ich glaube, dieses Warum wird mir nicht gefallen. Die Hand hat Wolverine einer Gehirnwäsche unterzogen. Er ist jetzt einer von ihnen. Genau, das soweit zur Gehirnwäsche. Das hier dürfte jetzt auch wieder gestiegen sein. Genau, jetzt ist es schon Level 102 bis 145. Aber wie gesagt, die Punktzahl bleibt vorerst noch komplett. Das ist jetzt hier eben, wo ich Captain Marvel einsetzen muss. Das Praktische ist eben bei den Missionen, wo die letztendlich auf dem Spielbrett aktiv werden können, dass es dann ganz angenehm ist. Dass ich einfach nach meiner Strategie laufen kann. Und ja, jetzt mal schauen. Das heißt, hier kann ich jetzt das erste Vierer schon mal machen und danach dann die Vierer-Kombo, damit ich mir die hier nicht zerstöre. Und dann, glaube ich, auch schon genug zusammen habe letztlich für den Überschallknall. Genau, damit ist der Überschallknall schon einmal verfügbar. Und den ich auch so früh wie möglich einsetze, bevor die mir hier halt ja, sozusagen die Bude einlaufen, einrennen mit den Angriffsteilen. Genau, jetzt darf ich die natürlich nicht wegmachen, weil das sind ja meine Kombos, also meine Teile. So. Da kann ich jetzt schon mal den Feuerstrahl aktivieren, weil ich mache da jetzt eh gleich nochmal die grünen Kombo. Um da dann auch Schaden zu bekommen. So, jetzt haben wir nochmal Schaden bekommen. Und ja, also ich brauche noch zwei Kombos für die, damit ich den Iron Man einsetzen kann. Im Moment wird es schon etwas knapp, weil ich kriege den da nicht mehr raus. Mal gucken, was ich hier jetzt... Okay, dann werde ich jetzt mal die Illusion starten und hoffen, dass ich dadurch noch ein paar von den kritischen Angreifern dort wegbekomme. Oh, der macht dann ja, fast 3000 Schaden. Also mal schauen, was die Illusionen bringen. Die Sache mir in irgendeiner Form weiterhilft. Okay, da ist schon mal eine Kombo gewesen. Hier ist eine 5er-Kombo, das ist natürlich super genial. 4er-Kombos... ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich aus. Das ist da unten in der Ecke, das ist auch gut. So, mal gucken, was ich jetzt am ehesten ausschalte. Ja, das ist jetzt überhaupt kein Problem. Das heißt, ich kann jetzt mit der weitermachen. Und habe dann hier noch die Möglichkeit, beide Kombos, die kritischsten Sachen rauszubekommen. Und ja, dann ist der jetzt sozusagen noch das Kritische, weil ihren Teil kriege ich sowieso klein, aber den muss ich jetzt innerhalb von
drei Zügen noch erledigen. Da entweder Inferno würde mir jetzt weiterhelfen. Ansonsten der Überschallknall, der natürlich nur einmal 1000 Schaden macht. Aber gut, nehmen wir erstmal die Kombo weg. Und dann weiter an der Stelle. Okay, dann jetzt lieber wahrscheinlich die Spionin aufheben, weil das verhindert den Schaden hier natürlich auch um 1000. So, damit ist die Spionin ausgeschaltet. So, 73 Schaden. Der würde da landen, das würde mir jetzt nichts nutzen. Aber das Budget wäre natürlich, wenn ich jetzt die beiden eins runter bekäme. Aber da ist die Kombo halt gerade jetzt nicht so. Na, dann machen wir lieber erstmal den da weg, weil die haben deutlich weniger Schaden. Und natürlich den Überschallknall. Nein, werde ich jetzt noch nicht aktivieren. Das heißt, ich werde das Inferno jetzt starten. Und schauen, dass ich hier, also im Endeffekt die Felder, die sozusagen hier angeordnet sind, das heißt, die beiden verliere ich, weil Induktionsfelder werden eben nicht mit diesen Sachen ausgerüstet. Ich könnte jetzt allerdings die Weiß-Kombo, also die rote Kombo machen, damit das weiße Teil 1 nach unten fällt. Das würde dann 1, 2, 3 da landen. Das heißt, ich würde hier zumindest ein mehr bekommen, damit ich das Inferno letztlich besser nutzen kann. Und das gleiche für den Fall dann dort. So, jetzt sind die Gesichter ausgeschaltet. Ja, jetzt ist der jetzt schon wieder da drin. Ja, das ist ja letztlich immer die Schwierigkeit, dass sich immer irgendwas gerade so wandelt. Dass es irgendwie immer unpraktisch ist, dass man kaum immer alle Teile zusammenbekommt. Aber so habe ich jetzt zumindest nur einen Teil, das mir fehlt. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang. So, dann machen wir jetzt hier die Kombo. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige. Ja, dann sind zum Beispiel die Sonderteile ausgeschaltet. Das heißt, der dauert jetzt noch zwei Runden, bis der ausgeschaltet ist. Das heißt, es ist keine Gefahr mehr, dass mir jetzt irgendwie noch großartig Schaden zugefügt werden kann. Wenn ich einfach nur ein bisschen geschickt die Sachen aufteile. Deswegen, das ist sozusagen der Vorteil, von dem ich ausgehe jetzt mit diesen neuen Regelungen. Also hier seht ihr jetzt, wie die jetzt wieder angehoben werden. Also von 7, ich dachte von 37 auf 49. Also schon ganz schön heftig, was dann sozusagen der Schwierigkeitsgrad zunimmt. Aber ich hoffe natürlich, dass dann sich das auch so weit bemerkbar macht, okay, ich bin jetzt von 300 wieder auf 200 hoch und bin letztlich noch mit 11.000 noch ziemlich weit entfernt, irgendwo in die Top 10 zu kommen. Aber dadurch, dass jetzt hier halt die Punktzahl noch voll bleibt, 370 bzw. sogar 555, da hoffe ich mal, dass es noch ja, einige Wirkung entfaltet. Genau, es war eine Welle, aber es waren, glaube ich, insgesamt 7 Gegner, die dort auszuschalten sind. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon mal, das heißt, je nachdem, also ich bin gespannt, wie lange das dann hier, auch ob das dann nach insgesamt 6-mal ausspielen, dass das dann eben auch abnimmt, dass dann erst die Punktzahl schwindet. Aber das heißt, wenn ich das jetzt 2 oder 3 Mal gespielt habe, dass noch mindestens 1500 Punkte da drin liegen, bevor das irgendwie abnimmt. So, dann gehe ich jetzt mit euch mal noch sozusagen die Missionsstufen weiter. Wie gesagt, steht mir jetzt leider kein Wolverine zur Verfügung. Dafür aber Darken, den ich jetzt natürlich hier als Hauptfigur mitnehme, damit ich da Schadensregeneration habe. Und dann Human Torch, der ja noch ganz schöne Angriffswerte hat, gerade um das Rot zu verwenden, was der Iron Man zu generieren kann.
So, da habe ich jetzt gleich hier schon 5 Punkte. Aber hier ist sozusagen die Krikschu am kritischsten, weil sobald der die Krähenfüße bekommt, wird es ziemlich gefährlich, dass die eben ausgelöst werden können. Mal gucken, wie viel Schaden. Der hat jetzt schon 600 Schaden. Das heißt, wenn ich da alle drei Krähenfüße erwische, habe ich eben schon 1800 Schaden gemacht. Und zwar auf alle, insbesondere Iron Man und Human Torch, die das natürlich nicht so gut abkönnen. Weil, klar, für Daken ist es egal, weil der heilt die dann nach und nach wieder weg. Deswegen hat er jetzt auch wieder volle Gesundheit. So, jetzt brauche ich noch genau ein Gelb, damit ich den auf jeden Fall möglichst schnell aktivieren kann. Weil dann habe ich auf jeden Fall die Chance, den auch mit dem Feuerball letztlich zu erledigen. Und hier nehme ich dann gleich mal schon den Feuerstrahl dazu, auch wenn er jetzt noch nicht viele Punkte hat. Hilft er auf jeden Fall, weil nächste Runde kann er jetzt schon die Krähenfüße auslösen. Und das möchte ich ja möglichst vermeiden. Genau, dann jetzt noch blau aktivieren. Das heißt, ich kann dann die beiden Schwerter einsetzen. Das heißt, ein Feuerball und die beiden Schwerter, das sollte dann auf jeden Fall ausreichen. Soweit. So, die chemische Reaktion jetzt einmal. Da ist er schon fast weg. Es lohnt sich also gar nicht mehr, den Feuerball gegen ihn einzusetzen. Okay, das sind sowieso seine. Dann behalte ich mir den Feuerball erstmal noch auf, um abzuwarten. Ja, jetzt muss ich noch schauen, dass ich natürlich nicht. Also hier ist es ziemlich unwahrscheinlich, weil das ist der einzige. Die anderen beiden waren ja gerade schon belegt. Dann hoffe ich mal, dass da keine Krähenfüße sind. Ja, so, die anderen Fallen sind jetzt deaktiviert. Und das ist dann schon mal eine sehr gute Lösung. So, dann nehme ich mir jetzt den Soldaten als erstes vor und werde natürlich hier weiterhin Rot einsammeln und dann noch aufpassen, dass ich auch rechtzeitig Grün noch was bekomme. Genau, das ist wieder Grün, damit die auch weiterhin maximal Schaden verursachen. Sonst nimmt der jeweils immer um einen Punkt ab. Und jetzt noch die Vierer-Kombo, dann dürfte der Soldat jetzt schon erledigt sein. So, jetzt habe ich natürlich Shinobi noch mit dem Zweier-Kombo hier am Hals. Das heißt, da werde ich jetzt auch wieder die Feuerbälle einsetzen, um den jetzt einfach abzuschließen und dann damit die Mission auch zu beenden. So, ihr seht jetzt auch hier wieder, wie sich sozusagen das Level erhöht. Und letztlich die 160 Punkte dort aber weiterhin verfügbar bleiben und ich die Mission jetzt insgesamt zweimal abgeschlossen habe. So, dann gehe ich jetzt mal von den Schwierigkeitsstufen weiter nach oben und werde sozusagen mal dem folgen. In der Aufstellung werde ich jetzt so bleiben, solange die am Leben bleiben und nicht. Mal gucken, was war das jetzt noch? Also das eine ist okay, Shinobi und Leutnant. Das ist wichtig, den Leutnant dann als erstes oder beziehungsweise mal gucken, wahrscheinlich eher als erstes zu killen, je nachdem, wie viele Trefferpunkte der jetzt tatsächlich hat, damit er letztlich seine Kameraden nicht immer wieder heilen kann. Die mächtigen Avengers. Schaut euch nur an, wie gelähmt vor Angst vor dem großen bösen Wolverine. Du wirst diese Basis nicht verlassen, Wolverine. Das ist keine Option. Wie wäre es mit dieser Option? Versucht mich aufzuhalten. Genau, also wie gesagt, ich gehe eher davon aus, dass der Leutnant, weil jedes Mal, wenn der Moralschub auslöst, dann eben Gesundheit gewährt und so schnell kriege ich den Wolverine nicht klein. Das heißt, es gilt vor allen Dingen erstmal so ein paar Sachen sammeln. Okay, hier habe ich jetzt Blau-Kombo, dann kriege ich die Rot-Kombo dazu und vor allen Dingen Darken bleibt vorne. Das ist auch immer wichtig jetzt. Zu gucken, inwieweit ich schaffe, dass Darken möglichst vorne bleibt und ich natürlich trotzdem jetzt Gelb-Kombos bekomme, damit ich Iron Man auf den Weg bringen kann. Okay, dann jetzt hier wieder Vierer-Kombo. Genau, da hat er für mich schon die erste Gesundheitsteil ausgelöst. Okay, das kann ich jetzt auflösen, damit eben das möglichst vermieden wird. Okay, hier wäre jetzt eine schöne Fünfer geworden. Da kann ich zumindest nur froh sein, dass die Fünfer-Kombos nicht automatisch von dem Gegner ausgelöst werden, sondern dass eben als Vierer-Kombo abgeschwächt wird.
Und ja, zuerst den Schwarz oben und dann Schwarz da unten. Dann sind auch da die Kombos soweit zumindest aufgelöst. Also die Angriffsteile dann beseitigt. Aber da kommen natürlich gleich die nächsten. Okay, da habe ich jetzt schon die Möglichkeit für Inferno. Wie gesagt, sind die Kombos. Hier ist der Mittelpunkt, das heißt hier zwei, hier zwei, hier zwei. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 von 8 möglichen Teilen. Aber lieber jetzt gleich die nutzen, als wenn ich danach dann wieder irgendwelche Schwierigkeiten habe und die dann sozusagen eine Runde warten lasse. Naja, das heißt, mir fehlt jetzt immer noch eine weitere Gelb-Kombo. Ganz schlecht. So, das sind jetzt 3000 Schaden. Dann kommt das auch noch dazu, was ich jetzt halt nicht wirklich noch abwenden kann. Das ist jetzt wieder nur wichtig, dass eben der Schaden, obwohl ich jetzt lieber die Gelb-Kombo machen würde, aber dann ist Iron Man letztlich hinüber. Das heißt, das muss ich jetzt erstmal für Daken aufnehmen lassen, damit ich überhaupt noch die Chance habe, dann Iron Man zu nutzen. So, jetzt ist hier natürlich dann die Vierer-Kombo, die dann gleich von ihm aus, also von Wolverine ausgelöst wird und Wildclown. Wildclown, wie viel hat er da Schaden? 740. Das heißt, es bedeutet auch da wieder, dass das ziemlich gefährlich für Iron Man ist, aber 740 sollte er zumindest noch aushalten. Dann werde ich jetzt zumindest mal den Leutnant erledigen. So, jetzt sind es insgesamt vier Vierer-Kombos. Das heißt, hier ist eine Vierer-Kombo, da ist eine Vierer-Kombo und da ist eine Vierer-Kombo. Okay, die eine Vierer-Kombo wird zerstört, die andere auch. Das heißt, es bleibt nur die blaue Vierer-Kombo über, die er dann auf jeden Fall auslösen wird. Naja, hoffen wir mal, dass Iron Man es soweit aushält und ich dann zumindest eine Combo machen kann. Oh. Ja, wir waren wohl zu stark. Ja, mit dem 58 Schaden und so weiter, damit ist Iron Man jetzt ausgefallen und ich kann halt die Aufladung nicht mehr machen. Muss ich jetzt schauen, dass ich Wolverine möglichst auch so klein bekomme. Naja, machen wir erstmal so weiter. Okay, da kommt jetzt wieder eine Vierer-Kombo. So, dann kann ich jetzt zumindest den ersten Feuerball starten. Und der hat jetzt alle meine Induktionsteile zerstört. Eins von den Angriffsteilen beseitigt. Jetzt hat er schon drei von den Dingern gemacht. Okay, ich kann jetzt noch zwei auslösen. So 500, 300. Okay, jetzt ist Wolverine zumindest dann hinüber. Dann kann ich da jetzt noch eine 5, also eine, ja, 5er-Kombo für einen extra Zug machen und die kritischen Shinobi-Teile hier auflösen. So, zumindest Daken kann jetzt hoffentlich noch ein bisschen heilen. Und ich müsste mir jetzt überlegen, wie ich am geschicktesten. Okay, da kann ich die grüne Kombo mitmachen. Danach kann ich die rote Kombo, die Angriffsteile auflösen. Und den Feuerstrahl auf jeden Fall schon mal auslösen. Okay, dann kann ich jetzt mit dem Feuerball auf jeden Fall schon mal das Spiel, die Runde so gut wie beenden. So, und der Feuerstrahl macht dann jetzt den Rest. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Nick, Sie klingen so komisch, fast als ob Sie Angst haben würden. Man sollte Angst haben, wenn der gefährlichste Mutant des Planeten auf Seiten der Hand kämpft. Geht es Ihnen nicht so?
Ich brauche keine Angst, ich habe meinen Sarkasmus. Auf jeden Fall haben wir ein Problem. Wenn wir Wolverine nicht zurückholen können, werden wir ein Massaker erleben. Oh, zwei Wellen. Gut, dafür bekomme ich auf jeden Fall einen Staatsfeind-Token. Das heißt, ich bekomme hier nur einen Token. Aber ja, die Frage ist letztlich, wie viele Gegner warten jetzt hier und wie schwierig wird es sein, die zu bewältigen? Naja, stimmt, Iron Man ist ja jetzt ausgeschaltet, das heißt, er muss jetzt eh wiederbeleben. Dann hat er zumindest immerhin volle Gesundheit. Human Torch hat noch zwei Drittel und naja, hoffen wir mal, dass Darken ein bisschen heilen kann. Ja, das ist zum Beispiel eben auch die Änderung, was ihm schade ist. Normalerweise würde ich jetzt hier in die Prolog-Mission springen und würde hier einfach eine von diesen niederstufigen Dingern nochmal spielen, um sozusagen meinen Wolverine oder meinen Darken zu heilen. Leider ist das mit der Änderung, als die 20er abgeschafft worden, hier auch beseitigt worden. Das heißt, alle Missionen sind hier letztlich dann gesperrt und man kann die nicht wieder aktivieren, um irgendwie Wolverine oder Darken sozusagen zu heilen oder andere Charakter, die sich regulär heilen können und wo man nicht entweder auf Zeit oder auf diese Hilfspakete setzen muss. Und ja, hier ist es jetzt mit den Schwierigkeitsstufen natürlich auch wieder glatter gezogen. Das heißt, auch hier gibt es dann keine so niederstufigen Baby-Missionen. Wobei ich glaube, nee, die war auch als normal jetzt eingestuft. Beziehungsweise sie steigt natürlich leicht an, weil am Anfang war es hier jetzt leicht. Hier steht keine Schwierigkeitsstufe. Hier steht auch leicht. Also das heißt, das Schwierigkeitsniveau zieht jetzt auch schneller an. Naja, ich probiere es einfach mal. Mal gucken, wie weit ich komme. Ansonsten werde ich mir was anderes überlegen. Okay, die sollten sich einigermaßen beherrschen lassen. Da ist jetzt wieder die Sache, okay, der Flammenwerfer fügt allen Feinden Schaden zu, während ich bei dem Soldaten sozusagen einfach Darken nach vorne stellen kann, in der Hoffnung, dass er die ja, 1600 aushält. Also ist sozusagen jetzt so die sinnvollste Strategie, wieder so schnell wie möglich gelb aufzuladen und natürlich die Pyros auszuschalten. Also als erste Stufe gelb, als zweite Stufe rot zu sammeln, damit ich Feuerbälle auslösen kann, die dann möglichst hohen Schadenswert noch haben zusätzlich. So, jetzt bräuchte ich hier gleich mal ein Gelbteil, kommt keins. So, dann kann ich hier zumindest auch wieder eine ganze Reihe blau auslösen. So, mal gucken, ob das jetzt schon der Soldat ist oder... Ja, ist schon der erste Pyro. Wo ich jetzt schauen muss, wie ich den ausgelöst bekomme. Der geht jetzt 3 runter, das heißt, der würde hier landen, wenn ich hier die Kombo schließe. Und schwarz wäre hier drüben. Würde mir jetzt also noch nicht viel weiterhelfen. Hier drüben kann ich eh nicht viele Kombos machen. Ja, schauen wir mal. Das ist halt dann das Problem. Das sind 2000 Schaden, die natürlich auf alle dann angewendet werden. Was dann sozusagen schon das Ärgerliche ist, weil die Anfangskombos dann schon nicht so sinnvoll sind, dass man die richtigen Farben auswählen kann. Und dann letztlich den mehr oder weniger ausgeliefert ist. Weil eigentlich müsste ich den jetzt hier bloß irgendwie eins rüberschieben können und dann... Hey... Ja, eine Runde früher, dann hätte es vielleicht geklappt. Dann hätte ich den da auflösen können. Was jetzt so leider nicht mehr aufgeht. Das ist die Frage... gut, da hat sowieso eine größere Fläche, die dann angegriffen wird. Und damit ist die Vierer da oben jetzt auch hinüber. Dafür kann ich den dann aber zumindest rüberholen. Machen wir mal noch eine. Ja. Weil wenn die jetzt abgelöst worden ist, dann hätte ich den sofort aufheben können. Gucken, das müsste jetzt hier ein ganzer Block sein. Okay, damit ist der jetzt zumindest schon von sich aus weg und ich habe jetzt hier eine
Fünfer-Kombo. Und natürlich muss man nachschauen, von wem das Ding jetzt eigentlich... Okay, jetzt ist natürlich der andere Pyro aktiv, der das Ding jetzt gestartet hat und womit ich jetzt wieder nicht genug grüne Elemente habe, um da runterzukommen. So, da ist jetzt zumindest mal noch die Gelb-Kombo. Gelb-Kombo 1. So, jetzt ist es hier natürlich schon der zweite Anschlag und ich kann noch nicht mal einen Feuerstrahl auslösen. Also noch nicht mal einen Feuerball auslösen. Ja, nix. Ah, okay, ich habe einen extra Zug bekommen. Wie kann ich noch einen extra Zug machen? Jetzt habe ich auch die Feuerball-Kombo schon. Dann machen wir jetzt erstmal den Feuerball weg, um sie auszuschalten. Und ja, jetzt ist der Soldat noch mit zwei Angriffen, die jetzt allerdings nicht so kritisch sind. Okay, da kann ich auch nochmal eine Fünfer-Kombo machen. Ich hätte sowieso noch eine andere Fünfer-Kombo gehabt, wo die Schwarz-Kombo war, aber das mit Gelb ist jetzt natürlich noch passender, weil ich dann direkt die Aufladung starten kann. Und dadurch, mal schauen, müsste ich hier jetzt sogar den regulär beenden können, bevor sich die Kombo auslöst. Und dann sollte ich jetzt auch schon fast in der Lage sein, das Ganze zu beenden. Beziehungsweise sollte ich es vielleicht lieber noch nicht machen, weil das waren ja auch, glaube ich, zwei Runden. Das heißt, ich sollte mich noch ein bisschen gewappnet lassen und lieber versuchen, mit der noch so weit klarzukommen. Ja, wobei... Naja, nächste Runde sollte ich dann da doch lieber einen Feuerball auslösen, damit sie nicht zum Zug kommt und ich vor allen Dingen im Zug bleibe, während sie sozusagen verschwindet. Weil wenn da jetzt noch eine Figur kommt, die letztlich das Brett bedienen kann... Okay, es kommt keine. Gut, letzte Welle. Das heißt, hier geht es jetzt eher darum, möglichst schnell den Leutnant auszuschalten, damit er seine Leute nicht heilen kann. Dann werde ich das mal direkt machen. Das heißt natürlich immer noch das Problem, dass ich ziemlich viel Blau verbraucht habe. Also die anderen vier werde ich jetzt mal besser stehen lassen. Und jetzt einfach nur die roten wegbringen. So, dass zumindest der Leutnant fast erledigt ist. Okay, jetzt werde ich hier natürlich nicht die Kombo machen, nicht die Vierer-Kombo. Aber ich will natürlich den Feuerball noch behalten, weil es ja ziemlich ärgerlich, den einfach so aufzugeben. Jetzt ist es vor allem noch wichtig, dass ich möglichst noch schnell ein paar blaue hinzubekomme. Mal gucken, wie viel brauche ich dazu. Nee, High Iron und Heat, also 7 Teile. Das heißt, aktuell sind es 5, das heißt, ich brauche noch 2 weitere blaue Teile, damit Darken auch wieder heilt. Am besten hier die ganze Reihe auflösen. Okay, kein einziges Blauteil aufgetaucht. Sehr unpraktisch. Okay, jetzt passt es da auch nicht. Okay, jetzt muss ich schauen, dass ich da natürlich noch ein... Okay, ja. Bekomme ich den Grünen dahin, dann droht mir da auch keine Gefahr. So, jetzt habe ich zumindest 6 blaue. Okay, jetzt sind es genug. Jetzt ist Darken zumindest wieder dabei zu heilen. Da habe ich letztlich nur Human Torch, der dann noch sozusagen gefährdet ist.
Weil Iron Man ist ja jetzt noch recht bei guter Gesundheit. Oh, das war jetzt schon wieder unpraktisch. Das ist jedenfalls die Schwierigkeit, dass das eben fürs nächste Level dann eine ungünstige Ausgangssituation ist. Entweder wenn er tatsächlich noch abkratzt, weil viele sind es ja jetzt nicht mehr. Dann ist wahrscheinlich einfacher, ihn jetzt lieber zu beenden, weil wer weiß, wann ich hier jetzt wieder blaue bekomme. Und mal schauen, wie dann die nächste Runde noch aussieht. So, damit habe ich jetzt schon, ja genau, zwei Belohnungen freigeschaltet, womit das hier abgeschlossen ist. Das heißt, hier gibt es dann keine weiteren Belohnungen mehr. Und das ist sozusagen der krönende Abschluss, wo man noch einen Kommandopunkt holen kann. Nee, also unter anderem einen Kommandopunkt holen, aber auch 7-mal spielen kann. Das heißt, 310 Punkte möglich sind. So, da gucken wir mal schnell nach, was hier Staatsfeind. Okay, noch eine Captain Marvel. Und dann hatte ich bisher jetzt noch zwei Standard. Okay, einer. Und noch ein Sternkarte. So, das heißt, Captain Marvel ist dann jetzt Level 125. Also ich werde jetzt noch die eine Mission hier probieren. Damit ist Darkum zumindest wieder hergestellt. So, dann werde ich jetzt nochmal versuchen, hier mit Darken Iron Man. So, sie nicht, sondern er. So, Darken ist hergestellt, er hat 6000. Jetzt nochmal gucken. Okay, da ist ein Krischu dabei. Mit dem Krischu ist natürlich hier bei 731 wird der Humentor ich wahrscheinlich nicht lange durchhalten, wenn ich da ein paar Mal das Ding erwische. Okay, sie könnte zumindest noch generell Heilung und vor allen Dingen die Spionage. Das heißt, das ist jetzt der Vorteil, dass ich die direkt umstellen kann. Und sozusagen die Heilung ist jetzt sowieso recht irrelevant. Wobei nicht ganz. Okay, wenn ich die blaue Kombos habe, dann kann ich natürlich die Timer nochmal hochzählen. So, das heißt, ich kann sogar früher stehlen. Und die Gesundheit gibt es dann trotzdem. Zumindest die Hälfte davon. Naja, schauen wir mal, ob das eine Kombination ist, mit der ich da durchkomme. Du kannst nicht davonlaufen, Logan. Lass dir von den Ärzten helfen, du bist verwundet und hast ein mentales Problem. Du wirst von der Hand fremdgesteuert. Fremdgesteuert? Ich? Im Gegenteil. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich frei. Ich und die Hand, wir werden alles tun, was uns gefällt. Tut mir leid, aber das wird nicht geschehen. Okay, also der erste Gegner ist für mich jetzt der Krischu, weil der natürlich in der Hinsicht am gefährlichsten ist, aufgrund der Pfeilenteile. Und es ziemlich lange dauert, bis ich Wolverine klein habe. Im Zweifelsfall, wenn der sich noch heilt, habe ich sowieso nicht viel gewonnen. So, jetzt natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit. Am besten fange ich mit der an, dann ist die Viererkombination gestört. Okay, er macht jetzt die Gelb-Kombo, aber es gibt noch eine weitere Gelb-Kombo. So dass ich da jetzt auf jeden Fall schon mal die erste Aufladung starten kann.
und dann wahrscheinlich auch bald den Bündelstrahl einsetzen kann. Dann werde Grishu auf jeden Fall schon mal weg. Bis dahin kann ich mich letztlich hier schon mal um Blau kümmern. Weil damit kann ich dann auch die Fallenteile ausreichend verlängern. So, das ist sehr gut. Damit ist der Grishu jetzt eigentlich schon so gut wie erledigt. Was heißt so gut wie? Der hat jetzt die Grishus, die Krähenfüße, noch gar nicht eingesetzt. Okay, damit ist der weg. Ja, damit hat der jetzt den Amantium-Schlitzer das erste Mal eingesetzt. Was jetzt allerdings soweit kein Problem ist, weil ich jetzt den Bündelstrahl das erste Mal einsetzen kann. So, Yellow Purple and Black wird noch mit aufgezogen und Yellow Purple und Black wird dort auch. So, das heißt, da wäre es sinnvoll, dass ich erstmal die aggressive Abwehr mache, um zumindest ein paar Sachen von dem abzuholen. Und damit habe ich den Bündelstrahl jetzt zweimal einsetzbar. Das heißt, damit ist Wolverine erledigt. Ja, die Strategie ist soweit aufgegangen. Shinobi sollte mir jetzt keine größeren Schwierigkeiten mehr bereiten. Den lasse ich jetzt erstmal ja, die Teile noch so, wie sie sind. Und werde die im Endeffekt noch nicht mit der chemischen Reaktion aufbrauchen. Einfach damit Daken auch natürlich noch ein bisschen heilen kann. Im Moment ist die Aufteilung gerade so, dass ich noch genügend habe. So, jetzt muss ich natürlich schauen, wenn ich hier jetzt eine Combo wegmache, dann sind es 3, 4, 5, 6 bleiben noch über. Das heißt, da lasse ich die Combo jetzt zumindest mal bleiben. Weil besser der Halt noch ein paar Runden, als dass jetzt hier dringend irgendwie unnötig irgendwo reingebracht wird. So, den kann ich jetzt auf jeden Fall mal auflösen. Hier sind gerade zwei verschwunden. Ach stimmt, der kann natürlich noch seine Fähigkeiten auslösen. Was jetzt für mich auch noch kein weiteres Problem darstellt, weil ich kann ja immer noch die blau, also ihre Fähigkeit aktivieren, die sowohl Heilung bringt als auch die Countdowns nochmal um 4 erhöht. Wobei es jetzt eh nicht mehr lange dauert. Also Anti-Schwerkraft, Countdowns hoch und noch etwas Heilung. So, jetzt habe ich zumindest jede Mission, denke ich, einmal durchgespielt. Mal gucken. Ah, heute ist dein Glückstag, Elektra. Du hast nämlich Glück, dass ich noch nicht wieder fit bin. Sonst. Sonst was? Sag schon. Sonst würdest du mich wie einen Fisch ausnehmen oder zu Hackfleisch verarbeiten oder was? Du wirst es noch früh genug herausfinden. Was? Wolverine, wo ist er hin? Amor hat mir gesagt, er hätte sich herausteleportiert. Er scheint in hohem Alter noch lernfähig zu sein. Ich möchte ja keine Panik schüren, aber wenn Wolverine noch während seiner Heilung so viel Schaden anrichten konnte. Ja, wir müssen ihn finden und ihm den Kopf wieder zurechtrücken, bevor er zur alter Stärke zurückfindet. Sie sollten sich besser auf den Weg machen. 177 dann beim nächsten Mal. Es wird halt nicht einfacher. Aber ja, mal schauen, wie weit sich das Ganze dann jetzt zukünftig spielen lässt und wie gut es dann möglich ist, von den 1000 Mitspielern tatsächlich wenigstens in die Top 100 zu kommen. Also in die Top 100 bin ich ja jetzt fast schon gekommen.
und 11.000 sind sozusagen jetzt für die Top 10 nötig. Und es sind noch anderthalb Tage, bis das Level oder bis sozusagen die Mission abgeschlossen ist. Soweit für heute. Einfach mal eine Mission sozusagen, die ich mit euch gespielt habe, jetzt aus dem neuen Wochenevent Enemy of the State und Shield Base, was jetzt sozusagen die ersten zwei Tage läuft von diesem Event. Danach wird es dann eben weitere Stufen geben, wie die Geschichte um Wolverine dann weitergeht, ob seine Gehirnwäsche, beziehungsweise letztlich wie seine Gehirnwäsche wieder zurückgenommen wird und so weiter und so fort. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Also ich bin sehr gespannt, ob es jetzt wieder motivierender wird, hier in die Top 10 oder Top 100 irgendwo reinzukommen, damit wirklich hier es entweder leichter oder schwerer wird, an die Goldmünzen zu kommen, um die zu erspielen, um letztlich weitere Plätze freizuschalten oder diese eventuell für andere Sachen auszugeben. Ja, soweit für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.